Hey liebe GTA-5-Freunde, willkommen zu meinem ersten Commentary. Ja, wie angekündigt werde ich jetzt häufiger Commentaries bei Sion Show hochladen. Zuerst will ich aber kurz erklären, was es mit dem Format Commentary auf sich hat, für die, die es noch nicht kennen. Commentary, das ist ganz simpel erklärt. Ich lasse im Hintergrund einfach ein Gameplay, in diesem Fall von GTA 5, laufen, das ich bereits im Vorfeld erspielt habe und werde währenddessen eben über ein bestimmtes Thema quatschen. Und heute habe ich mir gedacht, dass ich mir das Thema meine Geschichte mit GTA oder Grand Theft Auto in den Mittelpunkt stellen möchte. Ja, in Zukunft dann auch Themen, die jetzt nicht unbedingt GTA-bezogen sind. Wenn ihr da Vorschläge habt, egal jetzt ob GTA-bezogen oder nicht, dann gerne in die Kommentare. Also irgendein Thema, über das man eben ausführlicher diskutieren kann. Meine Geschichte mit GTA, was hat es mit diesem Titel auf sich? Ich will euch einfach ganz kurz erklären, wie ich zur GTA-Reihe gekommen bin und was für mich damals die Faszination ausgemacht hat. Beginnen wir also. Und falls mal ein paar Versprecher drin sein sollten, bitte einfach ignorieren. Ich schneide vielleicht ein paar Mal raus, aber an und für sich ist ein Commentary relativ ungeschnitten. Also beginnen wir in meiner Jugend. Und nein, das wird, obwohl es sich jetzt so anhört, keine so ausschweifende Geschichte wie: Es war ein lauer Sommerabend im alten Griechenland. Wie Sheldon versuchte, die Physik zu erklären. Nein, ich versuche mich trotzdem kurz zu halten. Also, meine Jugend. Damals hatte ich ein absolutes, ultimatives Ziel für Videospiele oder eine Art, wie ich mir eben das ultimative Videospiel damals vorgestellt habe. Dies hat sich jetzt mittlerweile geändert, aber damals sah mein optimales Spiel eben so aus, dass man eine möglichst große Welt hat, die eben, ja, möglichst realistisch simuliert wird. Story wäre mir damals noch mehr egal, wahrscheinlich einfach, weil ich noch jünger war und alles. Und ich wollte einfach eine wirklich virtuelle Realität. Am Anfang war natürlich das Sims am naheliegendsten, aber auch GTA hat recht bald meine Aufmerksamkeit, ja, bekommen, weil da habe ich natürlich in diversen Magazinen, damals hat man ja noch wirklich hier Magazine in die Hand genommen, zum Kiosk gegangen und Videospielmagazine gekauft, als ich noch jung war. Und da gab es halt immer schon so Berichte von GTA San Andreas und so weiter. Und da habe ich dann eben auch über die GTA-Reihe erfahren, dass dort eben eine riesige Spielwelt existiert, in der man quasi alles machen kann. Ja, nachdem ich mich also mit den Sims auch schon so ein bisschen angefreundet hatte, suchte ich aber noch nach dem ultimativen Kick. Ja gut, das hört sich jetzt ein bisschen so an, als wäre ich ein bisschen drogenabhängig gewesen oder so. Nein, ich meine damit die ultimative virtuelle Realität. Wie schon gesagt, damals war das eben so mein Ziel mit Videospielen. GTA ist aber natürlich ab 16 bzw. ab 18, deswegen hat es auch eine Zeit gedauert, bis ich mein erstes GTA-Spiel in die Finger bekommen habe. Ich glaube, es war im zarten Alter von so 11, 12 Jahren, wo ich dann tatsächlich GTA Vice City spielen konnte. Das war mein erstes GTA und bisher auch mein Favorit und lange Zeit zudem auch mein einzigster Ableger der Reihe. Ja, natürlich die ikonische 80er-Jahre-Musik und für mich damals auch eine große Spielwelt. Natürlich im Vergleich zu GTA 5 ist sie heute eher klein, aber damals war es eben noch relativ groß. Ich glaube, das war auch zu der Zeit, wo gerade mal GTA 4 rausgekommen ist oder noch gar nicht draußen war. Also ja, GTA Vice City war zu einem Zeitpunkt, wo ich es bekommen habe, ich wollte schon sagen gekauft, aber damals hatte ich ja noch kein Geld, wo ich es bekommen habe, eben schon ein bisschen veraltet, aber trotzdem hat es mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und naja, dann glaube ich, war es eine ganze Zeit lang dazwischen, wo ich keinen neuen GTA-Teil gespielt habe. Ich habe mich natürlich nach wie vor weiter informiert über GTA 4, das eben zu dieser Zeit rauskam, und San Andreas, bis ich mir dann für die Xbox 360, als GTA 4 auch schon etwas günstiger war, weil, wie schon gesagt, kein Geld und so, auch nochmal GTA 4 gegönnt habe. Ja, ich muss aber schon sagen, GTA 4 war jetzt nicht unbedingt mein Spiel, das habe ich auch nie durchgespielt, ich glaube GTA Vice City schon. 4 hat mir einfach der Stil nicht so gut gefallen, das war mir alles zu grau und schwammig, da hat mir Vice City doch wesentlich besser gefallen. Naja, und dann bin ich so ein bisschen eskaliert. Ihr kennt ja alle Steam, oder ich hoffe zumindest, dass ihr Steam kennt. Als richtige Gamer sollte man
da schon mal zumindest von gehört haben. Da gibt es ja jährlich, glaube ich, so einen Summer Sale. Und dort war dann eben vor drei Jahren oder so, mal die komplette GTA-Kollektion verbilligt. Und ich glaube, so um 40 oder 30 Euro sogar noch zu haben. Und da musste ich dann natürlich zuschlagen. Deswegen habe ich jetzt auch alle Teile für den PC. Also GTA San Andreas 3, Vice City 4 und Episodes from Liberty City und 1 und 2, wobei die ja sowieso gratis im Internet heruntergeladen werden können. Ja, das war also so meine Geschichte, die ich auf dem PC mit GTA verfolgt habe. Wie schon gesagt, Vice City hat den Anfang genommen. Nachdem ich mir schon monatelang in Magazinen Bilder dazu angeschaut habe, habe ich endlich Eltern dazu überzeugen können, dass sie mir Vice City kaufen. War, wie schon gesagt, damals nicht mehr neu, also kostete auch nicht so viel. Und ja, dann 4 und danach alles. Dann hatte ich auch noch kurzzeitig den DS-Ableger, den ich sehr unterbewertet finde, nämlich Chinatown Wars. Finde ich auch ein sehr cooler Ableger, wie schon gesagt, nur für Nintendo DS erhältlich und ich glaube doch auch für PSP, wenn es mich nicht täuscht. Auch sehr cool von der Vogelperspektive aus, kann man das nur steuern, aber hat mir sehr gut gefallen, besonders die vielen Minispiele. Und jetzt glaube ich, war es aber wirklich komplett mit meiner Geschichte von GTA. Ja, ansonsten gab es ja noch Ableger für PSP und PS2, die habe ich nie selber besessen, sondern nur mal kurz bei einem Kollegen angetestet. Damit hätten wir jetzt aber, glaube ich, so ziemlich alle Teile durch. GTA 5, wie ihr schon alle wisst, habe ich mir dann gleich zu Release gekauft. Ja, das war meine Geschichte mit der GTA-Reihe. Was ist eure Geschichte? Schreibt es mir in die Kommentare, mit welchem Spiel habt ihr angefangen? Und ja, wie seid ihr zur Serie gekommen? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Schreibt es mir gerne. Das habe ich aber, glaube ich, sogar selber noch nicht genau beantwortet. Wobei ich, glaube ich, durch die Magazine drauf gekommen bin. Ich bin mir nicht mehr sicher, entweder war es mein Cousin oder die Magazine. Also die Videospielmagazine von damals. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall eins von den beiden. Ja, dann wäre es noch cool, wenn ihr eine Bewertung da lassen könntet, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mir weitere Themenvorschläge für Commentaries in die Kommentare schreiben würdet. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch allen fürs Zuschauen und ich hoffe auch, dass dieses neue Format euch doch ein bisschen gefällt. Ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Sion Show. Tschüss!